Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Wenn die eigenen Eltern älter werden oder vielleicht auch die Großeltern krank werden, dann wird es oft schwierig und man fragt sich, was kann man tun? Was gibt es für Hilfsmöglichkeiten hier in der Stadt? Der Fachbereich der Medizin, der da zuständig ist, ist Geriatrie, auch Altersmedizin genannt. Und darüber wollen wir heute sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast. Karl Haarmeister ist da. Er ist Chefarzt der Geriatrie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Mögen Sie den Begriff Altersmedizin eigentlich? Ich habe gelesen, dass manche Kollegen, manche Mediziner sagen, trifft es eigentlich auch nicht ganz, weil es geht ja auch ganz viel um Prävention, oder? Richtig, es geht auch um Prävention, aber ich stelle mich in der Regel vor, als mein Name ist Haarmeister. Ich bin Arzt für Geriatrie und das heißt auf Deutsch Altersmedizin. Ja. Dann ist das für die Patientinnen und Patienten, mit denen ich zu tun habe, eigentlich gleich klar definiert. Genau. Und der Fachbereich, wir haben das im Vorgespräch schon mal ein bisschen angeschnitten, ist ja so ein bisschen übergreifend, kann man das sagen, ganzheitlich. Es kommen verschiedene Aspekte aus der Medizin zusammen. Richtig. Also ich behandle Patientinnen und Patienten, die alle möglichen Krankheiten aus dem chirurgischen, orthopädischen, neurologischen, internistischen Fachbereich mitbringen. Manchmal eine, meistens mehrere. Und das Kriterium, was diese Menschen verbindet, ist eigentlich nur, dass sie über 70 Jahre alt sind. Sonst ist alles dabei. Alles sehr individuell. Da waren wir. Genau, es geht dann eben aber auch nicht nur um die Krankheit für diese Menschen, sondern es geht auch um die Ressourcen, die noch da sind. Es geht ganz viel um die Lebensqualität und zum Beispiel um soziale Bezüge und solche Dinge. Mhm. Und wir wollen jetzt vertiefend sprechen in dieser Folge der digitalen Sprechstunde über ein Angebot, das es in Harburg besonders gibt, am Asklepios Klinikum, dort nämlich eine geriatrische Tagesklinik. Können Sie das Konzept ein bisschen erläutern? Ja, also es gibt das nicht nur in Harburg, das gibt es auch an anderen Standorten in Hamburg und überhaupt bundesweit. Mhm. Die Harburger Tagesklinik gibt es jetzt seit gut 8 Jahren und wir haben dort 10 Behandlungsplätze. Die Patientinnen und Patienten bleiben 3 Wochen, also werden aufgenommen, untersucht und dann 3 Wochen lang behandelt, von Montags bis Freitags, jeweils von 9 bis 15 Uhr sind sie anwesend. Ein Kriterium, was sozusagen die Behandlungsfähigkeit ausmacht, dass die so fit sein müssen, dass sie mit dem Taxi von zu Hause abgeholt werden können, ja, und auch mit dem Taxi wieder nach Hause gebracht werden können. Also Menschen, die so krank sind, dass sie ein Bett brauchen oder mit dem Krankenwagen fahren müssten, können wir dort leider nicht behandeln. Ja. Mhm. Haben Sie gesagt, 10 Plätze klingt ja nicht viel. Ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf ja deutlich höher ist. Richtig, wir haben eine Warteliste, die allerdings auch ein bisschen individuell, also wir gucken, wir lassen da auch mal Leute überholen, ja, abgearbeitet werden kann, in der Regel so zwischen 2 und 3 Wochen eigentlich Warteplätze. Okay. Und Sie haben schon gesagt, nach 3 Wochen, was passiert dann mit den Patienten? Gehen die dann nach Hause? Also bleiben sie dann ganz in ihrer häuslichen Umgebung? Ist wahrscheinlich für die meisten ja der Wunsch und das Ziel. Oder gehen die dann in ein Pflegeheim oder in eine andere Einrichtung? Also von der teilstationären oder tagesklinischen Behandlung, die meisten, die wir behandeln, sind ja zu Hause und, ja, bleiben dann natürlich auch dort. Was dann weiterführend passiert, ist, dass wir zum Beispiel weiter Krankengymnastik verordnen oder Ergotherapie für Hirnleistungstraining oder solche Dinge, dass man sich überlegt, was hinterher noch an therapeutischem Angebot passieren kann. Ja. Bei den stationären Patienten, also die haben wir ja auch in Harburg eine Station, so mit Betten und Übernachten, ja, da ist diese Frage häufig viel wichtiger, ob die halt so gesund werden, dass sie dann auch nach Hause können oder ob man Kurzzeitpflege oder solche Dinge organisieren muss. Okay, und das heißt, wer kommt jetzt in die Tagesklinik? Ist das jetzt auch eine ältere Dame, die gestürzt ist und dann temporär Hilfe braucht für 3 Wochen? Oder wie wählt man da aus? Ja, also die meisten Menschen, die wir dort behandeln, die habe ich vorher schon mal kennengelernt, mhm, im Rahmen einer stationären Behandlung, zum Beispiel nach einem Schlaganfall, der nicht so ganz schwere Folgen hinterlassen hat. Dann werde ich da zum Konsil, so heißt sowas, gerufen in der Neurologie im Asklepios Klinikum Harburg und sehe, das ist jemand, der eigentlich für eine stationäre Behandlung schon zu fit ist, also der sich selbst waschen und anziehen kann und solche Dinge. Und mit dem kann ich dann verabreden, das versuchen wir in der Tagesklinik. Sie haben dann 3 Wochen lang intensive Therapie. Ja. Das sind die meisten. Manche Menschen werden aber auch von den Hausärzten eingewiesen, um einmal 3 Wochen lang sowas intensiv zu machen.
Ja, die müssen halt pflegerisch relativ selbstständig sein, dürfen Begleitung zur Toilette zum Beispiel in Anspruch nehmen. Mhm. Wir haben auch Pflegekräfte natürlich im Team, aber dürfen halt nicht bettelig sein. Aber es ist kein Ersatz für ein Pflegeheim, um absolut es jetzt mal laienhaft zu fragen. Nein, das ist natürlich wirklich nicht sozusagen Therapie in Intensivform. Mhm. Und was wird dann therapiert? Wie sieht die Behandlung aus zwischen 9 und 15 Uhr, wenn die Patienten bei Ihnen sind? Genau, es wird begrüßt. Es findet eine Gruppenaktion statt, wenn alle da sind, sondern das macht die Pflegekraft. Da werden zum Beispiel so kleine Gedächtnisübungen mit eingebaut, solche Dinge. Und dann gibt es Einzeltherapien. Das ist in der Regel Krankengymnastik, mhm, Ergotherapie, Logopädie für die, die das brauchen, also Sprachtherapie. Und eine Neuropsychologin haben wir, die sich mit den Patientinnen und Patienten beschäftigt. Und wir haben den großen Vorteil bei uns in Harburg, dass der Raum oder die Räume, die wir nutzen, in einem Gebäude sind, wo es unten eine Praxis für Physiotherapie gibt, mhm, mit einem Geräteraum auch. Und diese okay sogenannte Muckibude nutzen alle gerne. Ja. Die wird dann halt auch meistens mitbenutzt. Genau, und Sie sagen, nach den 3 Wochen ist es oft so, dass dann zum Beispiel Physiotherapie oder so etwas fortgeführt wird. Ja, genau. Also manche, die bei uns dicht genug wohnen, kommen weiter, vermitteln wir dann auch in die Muckibude, ganz genau. Und in diese Praxis, ja. Mhm. Vielleicht nochmal zu den Erkrankungen, mit denen Sie zu tun haben oder den Fällen. Sie haben schon gesagt, Schlaganfall ist sicherlich ein mhm großes Thema, auch in der Altersgruppe. Was spielt sonst für eine Rolle? Also daneben haben wir ganz viele Patienten orthopädisch unfallchirurgisch vorbehandelt. Also zum Beispiel nach dem Oberschenkelhalsbruch. Also schon Stürze zu Hause. Aber auch so chronische Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfälle mit neurologischen Ausfallserscheinungen, Schmerzsymptomen, die mhm behandeln wir auch. In der Tageslinie nicht ganz so eine große Rolle spielen, so die internistischen Erkrankungen wie Lungenentzündung oder Herzschwäche, weil die meistens, also wenn sie denn behandelt werden müssen, auch eher eine stationäre Behandlung brauchen. Was sind die Vorteile einer Tagesklinik? Gut, es liegt auf der Hand, man darf zu Hause übernachten, ne, und bleibt gewissermaßen in seinem häuslichen Umfeld. Genau, zu Hause übernachten und so nicht so rausgerissen werden aus dem, was sonst noch so passiert. Mhm. Also auch Wochenenden zu Hause verbringen. Abende oder den Nachmittag ja auch noch. Nachmittag, ne? Genau, so aus der Familie, wenn es denn eine gibt, nicht ja so rausgerissen werden. Und wie erleben Sie die Patienten nach diesen 3 Wochen? Viele sind extrem dankbar, muss mhm man sagen. Also das ist ein sehr angenehmer Teil der Arbeit. Ja. Die Zufriedenheit ist sehr hoch. Und viele können auch benennen, wo sie Vorteile gemacht haben. Und es gibt die Möglichkeit, also sowas auch zu wiederholen. Ach so, haben Sie auch Wiederholungstäter? Ja, wir haben sogar einige Wiederholungstäterinnen und Täter, die dazwischen sollte ein halbes Jahr Pause sein, es sei denn, es gibt irgendeine Akuterkrankung, die dann kurzfristig behandelt werden muss. Aber wenn man sozusagen wegen einer chronischen Erkrankung wieder in die Tagesklinik kommen möchte, dann sind 6 Monate Pause vorgeschrieben. Ja. Ja. Und sind es mehr Frauen oder Männer, die zu Ihnen kommen? Frauen wahrscheinlich. Es sind etwas mehr Frauen, das liegt an der Demografie, weil die halt älter werden. Nach wie vor. Aber wir haben auch eine ganze Menge Männer, also gerade so Patienten nach Oberschenkel, Halsbruch, Schlaganfall, sind auch nicht selten die Männer. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch dieses soziale Miteinander vielleicht schätzen, dass sie dann doch in einer Gruppe sind und sich austauschen? Oder spielt das keine so große Rolle? Ja, doch. Also der Tagesraum hat einen großen Tisch, wo man wirklich zu 10 oder wenn die Pflegekräfte sich dazu setzen, auch 11 oder 12 zusammensitzt. Und da kommt man natürlich ins Gespräch. Ja. Okay. Und vielleicht zu Ihnen jetzt auch nochmal persönlich. Man merkt schon, dass es Ihnen ja auch Freude bereitet und Sie auch sagt, man spürt eine Dankbarkeit. Man sieht auch, dass man ja doch dann helfen kann, auch binnen 3 Wochen die Leute anders entlässt, als sie gekommen sind. Warum sind Sie Arzt geworden und warum das Interesse für Geriatrie? Arzt geworden bin ich so ein bisschen auch aus familiärer Tradition, muss man sagen. Genetische Disposition. Genau. Ich habe 2 Großväter gehabt, die Ärzte waren. Mein ja Vater, der Jahrgang 28 war, wäre furchtbar gern Arzt geworden. Das hat die Zeit nicht erlaubt. Der ist dann in die Medizinbranche als Röntgeningenieur, sage ich immer, gegangen. Ja. Ich habe einen Bruder, der Kinderarzt geworden ist. Mhm.
Ja, also das hat sich schon relativ früh, genau. Ich muss sagen, so mit 16, da war die Frage, werde ich Pastor oder Arzt, und habe mich dann aber doch für den Arztberuf entschieden. Aber es gibt ja Schnittmengen, zumindest jetzt genau, vielleicht. Genau, ich finde Feld. Auch ja, das hat auch immer mal was mit Seelsorge zu tun, was ich da mache. Und die sind übrigens auch extrem wichtig, die Seelsorgekräfte bei uns im Haus. Ja, ich habe in Hamburg dann studiert und habe dann mehr oder weniger zufällig bin ich Neurologe geworden. Das hat sich so durch das Studium in PJ und so ergeben. Im praktischen Jahr war ich halt in der Neurologie, habe da eine Stelle bekommen, bin dann Nervenarzt geworden. Diesen Begriff gibt es heute gar nicht mehr. Nein. Also Arzt für Nervenheilkunde oder heute würde man sagen Arzt für Neurologie und Psychiatrie. Und habe eine ganze Weile als Oberarzt in der Psychiatrie gearbeitet. Mhm. Auch hier in Hamburg? Auch hier in Hamburg, zuerst in Ochsenzoll, wie fast jeder Psychiater Hamburgs. Ja. Damals. Und dann bin ich schon mal in Harburg gewesen, obwohl ich nördlich der Elbe lebe und wohne und meinen Lebensmittelpunkt da auch nicht aufgeben würde. Und habe dann aber mit ungefähr 40 überlegt, da ich kein Psychotherapeut bin, würde ich kein Psychiater auf längere Sicht werden, weil das sich doch sehr spezialisiert hat von der Neurologie. Ja. Und wollte so ein Fach, wo man die Leute auch mal wieder körperlich untersucht und einfach ein bisschen breiteres Spektrum als, sag mal, nur psychiatrische Erkrankungen hat. Und da habe ich dann ein Angebot bekommen, in der Geriatrie eine Weiterbildung zu machen. Hab dann da muss man sich richtig nochmal als Assistent weiterbilden. Ach, tatsächlich, also nochmal so ein bisschen hocharbeiten im Prinzip, ja. Und da war ich in Volksdorf, das habe ich auch fast 8 Jahre dort gemacht und bin dann zu Asklepios zurückgekehrt und von Nord, wo es schon eine Geriatrie gab und ich knapp 2 Jahre war, hatte ich dann die Gelegenheit, in Harburg eine Geriatrie überhaupt erst zu begründen. Ah ja, also 2011 gab es dort noch keinen Geriater und dann kam ich und konnten die das Abteilung aufbauen. Ja. Was war Ihnen wichtig oder was ist Ihnen bis heute wichtig oder beim Aufbau dieser Abteilung, als Sie angefangen haben? Also wichtig ist zum einen das Interdisziplinäre, dass wir das mit den Physiotherapeuten und insbesondere auch mit den Pflegekräften und den Ergo- und Logopäden und so weiter. Wie groß ist Ihr Team da in Harburg? Leider im Moment relativ klein, weil der stationäre Bereich, der mal 56 Betten hatte, unter Corona sehr eingebrochen ist. Das Gebäude, in dem wir das betrieben haben bis 2020, ist sozusagen Corona-Station geworden und dann auch nicht wieder in die Geriatrie zurückgewidmet worden. Kommt vielleicht noch. Kommt, ja, genau. Wir sind immer wieder bestrebt, auch wieder zu wachsen. Ja, und im Moment, der stationäre Bereich, der ist eigentlich hauptsächlich orthopädisch, unfallchirurgisch, geriatrisch auf einer Station. Das ist so eine Art Alterstraumatologie, würde man das nennen. Ja. Und dann haben Sie die Spezialisten, die Therapeuten aus den verschiedenen Disziplinen. Die Physiotherapeuten, die arbeiten schon auch mit den chirurgischen Patienten. Und dann werden die Patienten in die Geriatrie übernommen und kennen auch schon ihre Therapeuten. Das ist von großem Vorteil. Kennen die Pflegekräfte. Die bleiben also auf der Station nach zum Beispiel Oberschenkelhalsbruch. Und was würden Sie sagen, was macht Ihnen besonders viel Freude an Ihrem Beruf? Dass es nicht nur um Medizin, sondern auch so um menschliche Bezüge geht. Also wir erheben eine sehr ausführliche Sozialanamnese, bei denen ich zum Beispiel auch immer nach der Zahl der Kinder frage, nach dem Wohnort der Kinder, ob das Jungs oder Mädchen sind. Und spielt das eine große Rolle? Ich finde schon. Also ich selbst bin auch ein Familienmensch. Ich habe 5 Geschwister. Ja. Meine Eltern haben auch alle viele Geschwister gehabt. Und ich glaube, dass also Alterseinsamkeit zum Beispiel ist ein riesiges Problem, was mich immer sehr betrübt. Und ich freue mich über jeden, der irgendwo anknüpfen kann an soziale Bezüge. Und weil man das vermehrt sieht, dass natürlich die Kinder vielleicht es Kinder gibt, aber die eben nicht in Hamburg leben. Sondern ja, wenn sie denn Kontakt haben, ist ja gut. Was ich ganz furchtbar finde, ich habe so und so viele Kinder, aber zu keinem Kontakt. Ja. Der Kontakt ist abgebrochen. Das ist traurig. Kann ich mir persönlich gar nicht richtig vorstellen. Also ich selbst habe auch 2 erwachsene Töchter. Und Medizinerinnen wieder. Nein. Doch. Eine. Interessant. Ja, die Jüngere ist tatsächlich, die wird jetzt Geburtshelferin. Ah. Also auch das andere Ende der. Aber das ist ja schön. Ja. Ja. Genau. Klasse. Also das im Grunde diese Kombination aus Medizin, Handwerk und eben aber auch dieser psychologische Aspekt, würden Sie sagen. Ja. Wobei zum Handwerk das Stichwort, die Geriatrie ist eigentlich kein sehr handwerklicher Beruf. Also es gibt ja heute technische Möglichkeiten, die sehr faszinierend sind, die ich auch furchtbar gerne nutze, wenn irgendjemand minimalinvasiv irgendwo einen klitzekleinen Schlauch
irgendwo unterbringt und Krankheiten heilen kann, für die man früher 6 Wochen Krankenhaus mit riesigem Bauchschnitt gebraucht hätte. Das finde ich sehr faszinierend, aber das ist nicht so meins. Ja. Ich bin da mehr für Sprechen und Gesamtübersicht über viele komplexe Krankheiten, die man behandeln sollte. Man merkt aber, dass es Ihnen Freude macht. Was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Ja, ich habe schon gesagt, alternativ wäre Pastor. Ich bin tatsächlich in der Kirchengemeinde engagiert. Ich bin Kirchengemeinderat, heißt das heute, Kirchenvorsteher. Und an diese Kirche rangekommen bin ich darüber, dass ich mit 14 Jahren angefangen habe, Posaune zu spielen und das auch immer noch mache. Ja, okay. Spannend. Ja. Ja, vielen Dank, dass Sie ein bisschen aufgeklärt haben hier über die Geriatrie und auch über das Angebot, das es unter anderem in Harburg gibt oder ganz speziell in diesem Fall. Vielen Dank und hören Sie gern auch wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Danke Ihnen. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.